Pommern. Ein riesiges Territorium, das über die Jahrhunderte hinweg oft den Besitzer gewechselt hat. Und dann, in der Neuzeit, erhebt Deutschland Anspruch auf Pommern, das zwischen Deutschland und Polen geteilt ist. Ein Konflikt, der bis heute in der Schwebe steht. Eine heiße Debatte, die das Schicksal dieses majestätischen Landes am Meer bestimmt. Lasst uns in die Tiefen der Vergangenheit abtauchen und entdecken, wie Pommern von einem unabhängigen Land vor mehr als 10 Jahrtausenden zu einem Doppelbesitz zweier NATO-Supermächte wurde. In diesem fesselnden Abenteuer werden wir die Meilensteine durchqueren und die Geheimnisse lüften, die diese Region zu einem wahren Juwel der Geschichte machen. Jetzt aber erstmal zurück zum Anfang. Wenn wir uns in die Zeit der ersten geografischen Aufzeichnungen zurückversetzen, stellen wir fest, dass das heutige Pommern vor etwa 2000 Jahren ein Teil von Germania Magna war. Kurz vor dem Jahr 1000 nach Christus verlagerte sich die Kontrolle über das Gebiet jedoch durch zahlreiche Eroberungen polnischer Herrscher. Ab dem 10. Jahrhundert erwarb das Herzogtum Polen mehrmals Teile der Region aus dem Südosten. Das Heilige Römische Reich begann jedoch aufzusteigen und da Dänemark nun langsam zu einem mächtigen Land wurde, beanspruchten beide ihre Gebiete im Westen und Norden. Erst im Hochmittelalter wurde das Gebiet christlich und wurde offiziell von lokalen Herzögen aus dem Haus Pommern und den Samboriden regiert. Diese setzten sich oft aus Vasallen aus Dänemark, Polen und dem Heiligen Römischen Reich zusammen. Leider kam es zu zahlreichen Kriegen, in denen Pommern geteilt wurde und es entstand Pommerellen, das den östlichen Teil des heutigen Pommern umfasste. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurde Pommern von den Deutschordensrittern im Wesentlichen ihrem Klosterstaat einverleibt, während viele der Ostsiedler begannen, nach Pommern zurückzukehren und es in ein deutsches Siedlungsgebiet zu verwandeln. Die Kriege der Zeit führten dazu, dass der Deutsche Orden 1466 schließlich sein Ende fand und Pommern als Teil des königlichen Preußens der polnischen Krone unterstellte. Doch das war nur der Anfang, denn Preußen sollte sich noch viel größere Landstriche aneignen. Während Pommern 1534 zunächst die protestantische Reformation annahm, wurde der größte Teil Pommerns durch den Dreißigjährigen Krieg und zahlreiche andere Kriege schwer verwüstet und entvölkert. Bis 1648 wurde das Herzogtum Pommern zwischen dem Schwedischen Reich und Brandenburg-Preußen aufgeteilt und das Haus der Greifen starb im selben Zeitraum aus. Preußen war jedoch ein wachsendes Reich, während Schweden ein Reich war, das mit den eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gewann Preußen die südlichen Teile Schwedisch-Pommerns und nahm die schwedischen Teile Pommerns bis 1815 vollständig ein, als die französische Besatzung während der Napoleonischen Kriege aufgehoben wurde. Diese wurden schließlich zur Provinz Pommern, während Pommern in die Provinz Westpreußen integriert wurde. Beide Provinzen traten jedoch erst 1871 dem Deutschen Reich bei, doch der Erste Weltkrieg stand kurz bevor. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war Preußen keine Supermacht mehr und mit dem Vormarsch des Deutschen Reiches wurde ein großer Teil Polens in das Deutsche Reich eingegliedert. Der Erste Weltkrieg war jedoch einer der tödlichsten Konflikte, die es je gab, und als die Alliierten Deutschland eingenommen hatten, änderte der Vertrag von Versailles erneut die Besitzverhältnisse. Im Rahmen dieses Vertrags wurde die Woiwodschaft Pommern, der Zweiten Polnischen Republik, aus dem Großteil Westpreußens gebildet. Gleichzeitig wurden Polen 1918 zu einer Demokratie und führte 1918 das Frauenwahlrecht ein. Da es in der Polnischen Republik immer noch einige Deutsche gab, wanderte diese Mehrheit aufgrund der wirtschaftlichen Lage aus freien Stücken nach Deutschland zurück. Schließlich bot der Versailler Vertrag Polen das Gebiet um Danzig, Gdansk, an, das später zur freien Stadt Danzig wurde, einem Stadtstaat unter dem Schutz des Völkerbundes. Doch gerade als sich die Lage beruhigte und viele Teile Deutschlands in eine Rezession fielen, führte ein weiterer globaler Konflikt zur völligen Katastrophe: der Zweite Weltkrieg. Polen und polnische Gebiete waren schon immer ein großes Ziel für das Deutsche Reich und 1939 sollte die Provinz Pommern erneut unter deutsche Kontrolle kommen. Unter der Führung von Gauleiter Franz Schwede Coburg manifestierten die Nazis ihre Macht durch Gleichschaltung und Unterdrückung ihrer Gegner. Das übrig gebliebene Pommern sollte den Korridor der Zweiten Polnischen Republik bilden. Eines der Ziele der Nazis war es, die freie Stadt Danzig einzugliedern und so eine Transitstrecke zwischen Deutschland und Polen zu schaffen, doch die polnische Regierung lehnte dies letztlich ab. Um sich die Kontrolle über das Gebiet zu sichern, marschierten die Deutschen 1939 in Polen ein, wobei den Deutschen zahlreiche Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen an den ethnischen Bewohnern des Gebiets vorgeworfen wurden. Tatsächlich nahmen die Nazis das Gebiet nicht nur ein, sondern errichteten im ehemaligen Pommern Konzentrationslager für die sogenannte ethnische Säuberung von Polen und Juden.
In der Folge blieb Polen bis zum Ende des Krieges unter der Kontrolle der Deutschen, bevor es nach der Ostpommern-Offensive der Roten Armee und dem nördlichen Schauplatz der Schlacht um Berlin von der Sowjetunion erobert wurde. Am Ende des Krieges war Pommern vollständig unter sowjetischer Kontrolle. Als der Krieg zu Ende ging, mussten die Alliierten entscheiden, was mit all den eroberten Gebieten geschehen sollte. Alle alliierten Führer trafen sich dazu in Potsdam, einem Vorort von Berlin. Im Rahmen der Konferenz wurde die deutsch-polnische Grenze nach Westen zur Oder-Neiße-Linie verschoben und ganz Pommern wurde zur sowjetischen Besatzungszone. Nach dieser Festlegung sollten die deutschen Einwohner der ehemaligen deutschen Ostgebiete einschließlich der deutschstämmigen Polen aus Pommern vertrieben werden. Die Sowjets hegten damals einen brennenden Hass auf die deutsche Volksgruppe und zwischen 1945 und 1948 wurden Millionen ethnischer Deutscher und deutscher Staatsbürger aus den ehemaligen deutschen Gebieten, die nun von Polen und anderen osteuropäischen Ländern verwaltet wurden, vertrieben. Allerdings standen diese Länder damals alle unter dem Einfluss der Sowjetunion. Viele dieser Deutschen wurden in Internierungs- und Arbeitslager geschickt, wo sie als deutsche Reparationsleistungen an osteuropäische Länder zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Die Zahl der Todesopfer durch Flucht und Vertreibung geht in die Hunderttausende, wobei die meisten von ihnen Polen sind, die sich in der Region niedergelassen haben. Glücklicherweise blieb der größte Teil Vorpommerns in Deutschland und viele der vertriebenen Pommern fanden dort Zuflucht, während andere zurück nach Deutschland zogen, um ein besseres Leben zu finden. Wie sieht die Situation in Pommern heute aus? Heute bildet Deutsch-Hinterpommern den östlichen Teil des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, während der polnische Teil hauptsächlich auf die Woiwodschaft Westpommern und Pommern aufgeteilt ist. Während das Gebiet während eines Großteils des Kalten Krieges unter kommunistischer Kontrolle stand, erwiesen sich die 1980er Jahre als entscheidend und die Aufstände in den Städten Danzig und Stettin führten zum Sturz der kommunistischen Regime. Heutzutage ist die Region stark von der Viehzucht abhängig, während andere Einkommensquellen die Forstwirtschaft, die Fischerei und der Anbau von Getreide, Zucker, Rüben und Kartoffeln sind. Pommern hat sich jedoch auch auf Logistik, Informationstechnologie, Biowissenschaften, Biotechnologie, Gesundheitswesen und andere Hightech-Branchen konzentriert, die sich um die Forschungseinrichtungen der pommerschen Universitäten gruppieren. Vielleicht ist es aber auch der neue Aufschwung im Tourismus, der die Region vorantreibt und dank der zahlreichen Badeorte an der Küste der Region verzeichnet sie langsam einen Anstieg des Tourismus von Besuchern aus aller Welt. Während im polnischen Teil Pommerns immer noch Polnisch die vorherrschende Sprache ist, werden von den Kaschuben in Pommern auch kaschubische Dialekte gesprochen. Wie nicht anders zu erwarten, wird der deutsche Teil vom Standarddeutsch dominiert, wobei das Niederdeutsche der historische Dialekt des Gebiets ist. In Polen gibt es 50 Museen, die sich mit der Geschichte Pommerns befassen, wobei das Bezirksmuseum in Torun und das Nationalmuseum in Danzig die wichtigsten sind. Außerdem gibt es in der Region 4 traditionsreiche Universitäten, wobei die Universität Greifswald eine der ältesten der Welt ist. Aber gibt es noch Spannungen zwischen Deutschland und Polen? Deutschland versucht, viele Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Während des Kalten Krieges gab es gute Beziehungen zwischen den kommunistischen Staaten der Volksrepublik Polen und der DDR. Die Beziehungen zu Westdeutschland waren in dieser Zeit angespannt, verbesserten sich allerdings, als Willy Brandt Bundeskanzler wurde. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 und der Festlegung des Grenzverlaufs schien sich alles zu beruhigen. Beide Staaten sind heute ein wichtiger Teil der NATO und der Europäischen Union, haben eine offene Grenze und sind Mitglieder des europäischen Binnenmarktes. Die einst schlechten Beziehungen zwischen den beiden Staaten sind heute zu einer Partnerschaft von strategischem Wert geworden.